Jetzt gehen wir heute mal in unsere kleine Schar eine Thematik, die für mich von der Bibel her absolut wichtig ist. Da geht es um die Rollenverteilung der Frau. Ich möchte bei Epheser 5, 22 bis 24 beginnen. Die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan als dem Herrn oder wie dem Herrn. Denn der Mann ist des Weibes Haupt, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er ist des Leibes Retter. Wie nun die Gemeinde Christus untertan ist, so sehen es auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Wir haben hier etwas Ungeheures. Wir haben hier letztendlich eine Ordnung Gottes. Und das Gleiche, was im Korintherbrief steht, Gott ist das Haupt des Christus. Christus ist das Haupt der Gemeinde generell, aber auch das Haupt des Mannes und der Mann ist das Haupt der Frau. Das ist einfach eine göttliche Ordnung. Da kann man jetzt darüber diskutieren, ob das heute modern ist, ob das diskriminierend ist, ob das gegen das Grundgesetz ist. Das kann alles sein. Bloß, ich sage es mal vorsichtig, ich kann auch nichts machen, Gott hat es so geschrieben. Ich lese im Prinzip heute Abend nur vor, was Gott sagt. Und da muss man etwas sehen. Obwohl ein Gläubiger, das möchte ich betonen, sich immer penibel ans Gesetz hält, gibt es aber Dinge, wo es das göttliche Recht höher ist, wie das irdische Recht. Wenn die ganze Welt sagt, du darfst ab sofort stehlen, dann wird ein Gläubiger trotzdem nicht stehlen. Wenn Homosexualität überall geduldet wird, dann wird sie ein Gläubiger trotzdem als Sünde verurteilen. Und genauso ist so, wenn man überall sagt, Mann und Frau ist gleich, das sagt der Schlussverstand, dass es nicht so ist, dann muss man einfach sagen, wenn die Bibel dann sagt, da ist ein göttlicher Unterschied von der Rollenverteilung her, müssen wir sagen, dann ist uns trotzdem die göttliche Rollenverteilung wichtiger und ist auch für die geistlichen Dinge bindend, fertig. Und wenn dann selbst in der Brüdergemeinde die Schwester predigt, dann predigt sie in der Bibel stehende Gemeinde halt trotzdem nicht. Das hat nichts mit zu tun mit Wert oder mit Gleichberechtigung, das hat mit Ordnungen zu tun, die Gott gegeben hat. Und um das geht's. Wenn man das sieht, die Bibel sagt, es geht um eine Rollenverteilung, die göttlicher Ordnung entspricht. Und die letztendlich in dieser Abstufung Gott, Christus, Mann, Frau ihre Wurzel hat. Damit es in der Tiefe versteht, muss man in der Grundsatz hinein. Galater 3, 28. In Galater 3, 28 heißt, es ist weder Jude noch Grieche, es ist weder Knecht noch Freier, es ist weder Mann noch Weib, ihr seid alle einer in Christus. Das heißt, in Christus gibt es von Gott her, gesehen von der Erlösung her, weder Mann noch Frau. Das ist auch Tatsache, dass Mann und Frau vor Gott, auch von der Erlösung her, gleich viel wert ist. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Vor Gott ist ein Mensch, ein Mensch. Und ein Mensch ist vor Gott im Prinzip, vor der Erlösung her, absolut gleichberechtigt. Da gibt es keinen Unterschied. Sondern das, was die Bibel meint, sind Strukturen, die Gott zum Schutz von Mann und zum Schutz von der Frau aufgebaut hat. Aber vom Grundsatz her sind sie von der Erlösung her gleich. Es gibt weder Mann noch Weib. Denn der zweite Grundsatz, den treffen wir in 1. Korinther 14, 33. Dort heißt es ganz einfach, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das heißt, Gott hat diese Ordnung gegeben, um, jetzt höre man und staune, um Frieden zu haben. Es ist abstoßend, wenn eine Frau emanzipiert ist für mich, wenn sie der Mann spielt. Es ist aber genauso abstoßend, wenn ein Mann die Frau spielt, gibt es auch. Gibt feminine Männer, das ist genauso schlimm. Und es ist auch abstoßend, wenn ein Mann der Pascha spielt. Das ist genauso, ist alles Sünde. Ist alles sündhaft, von daher. Möchte ich einfach betonen. Und von daher haben wir immer zwei Seiten dieser Medaille. 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Männlich und weiblich schuf er sie. Wisst ihr, was ein Mensch ist? Was ein Mensch ist? Mann und Frau. Und der Mensch versteht Gott, sowohl der Mann als auch die Frau. Darum ist auch beide vor Gott, vor der Erlösung, ja, völlig gleich. Das sind beide gleich. Aber jetzt kommt hier letztendlich gewollte Unterschiede. Jetzt möchte ich nochmal etwas betonen. Es hat Brüder gegeben, die haben gesagt, erst beim Sündenfall ist Mann und Frau entstanden. Das ist Unsinn. Sondern Mann und Frau in ihrer Geschlechtlichkeit und ihre Unterschiedlichkeit in ihrer seelischen Reaktion ist von Gott her ausdrücklich gewollt, möchte ich betonen. Ausdrücklich gewollt. Ist der Wille Gottes, dass ein Mensch aus Mann und Frau besteht. Ist der Wille Gottes. Schöpfungsordnung. Ist absolut in Ordnung. Da brauchen wir auch nicht jammern. Das ist so. 1. Mose 2, Vers 18. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Das ist die grundsätzliche Aufgabe. Du musst das einfach nüchtern sehen.
Der Mann allein ist nicht fertig, nicht perfekt. Gott gibt ihm eine Ergänzung, eine Hilfe, jemand, der ihm hilft, die Gehilfe. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt vom Grundsatz her. Die grundsätzliche Aufgabe, so die Frau nicht begriffen, die grundsätzliche Aufgabe der Frau ist, dem Mann zu helfen. Wisst ihr, wer gibt schon zu, dass er Hilfe braucht? In einer Zeit des Stolzes. Ist eine stolze Zeit. Und die Männer müssen ehrlich vor Gott her zugeben, dass sie hilfsbedürftig sind. Und dass ein Teil von der Hilfe, die sie brauchen, dass die Frau leisten können, was sie nämlich selber nicht leisten können. Da Gott der Herr baute aus der Rippe, die er von dem Mann genommen hatte, ein Weib und brachte sie zu ihm. Das ist der Schöpfungsunterschied. Der Mann zuerst und dann die Frau. Genauso wie es der Schöpfung entspricht. Und die Frau ist vom Mann entstanden. Das ist einfach Tatsache. Darum ist der Sündenfall auch erst eingetreten, als der Adam in der Apfel gebissen hat. Das ist euch schon mal aufgefallen. Als die Eva reinbiss, ist nichts passiert. Und hätte Gott die Eva autonom geschaffen, extra, dann hätte Christus zweimal sterben müssen. Nämlich einmal von Adam, einmal von die Eva. Weil aber die Eva aus dem Adam genommen ist und genauso ein Mensch ist, weil der Mensch aus Adam und Eva, aus Mann und Frau besteht, hat die Erlösung gereicht. Und darum redet die Bibel vom zweiten Adam und nicht vom zweiten Eva. Das ist ganz logisch. Und der Sündenfall trat erst ein, als der Adam in den Apfel gebissen hat oder in die Frucht. Weil ja kein Apfel war, Frucht. Möchte ich betonen. Dann erst ist es passiert. Und hier ist der große Unterschied in der Schöpfung. Das müssen wir einfach sehen. Und muss das begreifen. 1. Mose 2, Vers 7, nochmal Schöpfungsordnung. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und das wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wisst ihr, und von daher ist Mann und Frau absolut gleich und trotzdem total verschieden. Und in dieser Verschiedenartigkeit, da liegt letztendlich die Wurzel. Jetzt sieht man etwas. 1. Mose 3, Vers 1 bis 12. Jetzt sehen wir etwas. Wen geht der Teufel an beim Sündenfall? Nicht der Adam, sondern die Eva. Das ist halt so gewesen. Ich kann es auch nicht machen. Sondern der Teufel greift die Eva an. Er redet zum Weibe. Ist hochinteressant. Fast alle Medien im Okkultismus sind weiblich. Weil sie empfänglicher sind für Transzendenz, für solche Einflüsse. Das ist einfach eine Tatsache. Jetzt heißt es hier, letztendlich, als sie sah, und die Augen, die Fleischeslust, diese ganze Bedürfnisse, weckt der Teufel bei der Frau. Und der Sündenfall geschieht, indem der Teufel die Frau im Fleisch anspricht, indem die Lust bei ihr gebiert, und dann aufflammt. Und jetzt kommt das Interessante. Und dann geht sie, letztendlich, dann geht sie zum Adam. Und der wird mitgerissen, also nicht in der Lage zu widerstehen, weil das ein gleicher Stoff ist. Aber jetzt kommt eben was ganz Wichtiges, was uns nachher eben leiten wird, auch in letztendlich der Folge des Sündenfalls, dass die Frau vom Angriff des Teufels gefährdet ist wie der Mann. Muss uns einfach klar sein. Da ist eine Linie, die durchschlägt. Das ist größere Gefahr. Siehe Sündenfall. Aber wenn der Mann passiv ist, hier, dann ist schon passiert. Mehr braucht man gar nicht. Man muss im Prinzip nur passiv sein, dann ist schon passiert. Das ist eine hochwichtige Lehre für mich persönlich, wo ich das erkannt habe, sobald der Mann passiv wird, gefährdet er seine Frau, weil er setzt seine Brüder, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr passiv seid, setzt ihr eure Frau der Finsternis aus. Ist euch das klar? Jetzt kann man sagen, die Frau, die hat sich angreifen lassen. Sagen, und der Mann, wo war der? Wenn der Mann funktioniert hätte, wenn der Mann funktioniert, kannst du die Frau nicht angreifen. Du kannst aber die Frau angreifen, sobald der Mann nicht mehr funktioniert. Und damit sind die Brüder im Obligo. Das heißt, die sind am Trennsten. Die sind in der Verantwortung. Das möchte ich betonen. Die Frau wird angegriffen, wenn der Mann nicht funktioniert. Hier ist einfach etwas, wo du siehst, wie der Unterschied zwischen Mann und Frau verwischt werden soll. Zum Beispiel, ich kann es auch machen, dass die Frau die Kinder kriegt. Aus dem Grund sind sie für bestimmte Aufgaben einfach geht's nicht. Wenn sie Familie haben wollen und Kinder kriegen wollen, können sie bestimmte Aufgaben nicht wahrnehmen. Das ist einfach so. 1. Korinther 7, Vers 7. Hier ist jetzt einmal ein wichtiger Punkt. In der Frage lese ich nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das heißt, das Grundmodell Gottes für diese Welt ist Ehe. Will ich einfach mal betonen. Das Grundmodell ist Ehe. Der Grundsatz heißt, dass Mann und Frau heiraten sollen, Kinder kriegen sollen und leben sollen in Ehegemeinschaft. Das ist für die Masse der Menschheit der Wille Gottes. Aber es gibt einen Unterschied. 1. Korinther 7,7.
Denn ich wollte alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Und damit spricht Paulus das Ledigsein an. Und jetzt gibt es aber innerhalb dieser Menschheit, gibt es von Gott her Verschnittene von Mutterliebe an, die haben die Berufung von Gott her, praktisch, die hat Gott so gesetzt, die sind zum Ledigsein geboren, das sind wenige. Aber es gibt's. Da gibt es Leute, die verschneiden sich um des Reiches Gottes Wille. Die geht freiwillig ledig sei ei, um Gott zu dienen. Zum Beispiel vom Missionsfeld. Es gibt dritte Leute, die werden von Menschen verschnitten. Das heißt, die werden von Menschen kaputt gemacht, dass sie nicht mehr ehefähig sind. Das gibt es auch. Es gibt also drei Ebenen, wo man sagen muss, der Grundsatz für Mann und Frau ist Ehe, aber es gibt hier Unterschiede im speziellen Einzelfall. Das müssen wir auch einfach nüchtern sehen. Und zwar, es heißt hier, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen untertan sein, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so mögen sie daheim ihre Männer fragen, denn es steht einem Weibe übel an, in der Gemeinde zu reden. Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen? Da heißt doch zu Deutsch, die Frau soll schweigen in der Gemeinde und soll gefälligst ihre Männer daheim fragen. Das heißt, da ist was ganz anderes gemeint. Die Frau ist von ihrer Impulsivität her, sie ist ja impulsiver wie der Mann, von ihrer seelischen Veranlagung her, viel eher bereit, etwas blitzartig anzugehen, auch in der Gemeinde. Bloß, wie ist das? Und die Frage zu stellen und dann reinzufahren, wie es halt so Mutter mit ihrem Gluckerinstinkt tut, das ist auch gut. Jetzt sagt halt hier der Paulus zu Deutsch, nee, das will er nicht in der Versammlung. Er sagt, die Frau solle hier schweigen, solle daheim den Mann fragen, wenn sie hier anfangen. Wenn eine anfängt, fangen alle an. Ich habe das einmal erlebt. Ich hatte mal eine Versammlung, da war meines Wissens war nur Schwester und ich war mit einem Mann allein. Und dann habe ich genau das gleiche Thema gehabt wie heute Abend. Und ich hatte das gleiche Thema. Und als ich bei dem Thema an einem bestimmten Punkt war, habe ich wahrscheinlich, ohne es zu merken, habe ich die Bombe gezündet. Und mit einem Schlag hat eine Schwester angefangen. Und dann war innerhalb von 5 Minuten, ich hatte keine Kontrolle mehr über die Versammlung. Ich bin mir ein Glitter gesagt, noch 2 Minuten, ich hatte keine Chance mehr. Und dann ging es los und es ist gesagt wie ein Wasserfall. Dann habe ich was gemacht. Das habe ich nie mehr gemacht, habe es auch nie mehr machen müssen. Ich habe dann gebrüllt in die Versammlung rein und habe geschrien. Schwestern, laut geschrien, da sind sie zusammengefahren und haben gesagt, jetzt verstehe ich erst der Paulus, die Frau schwieg in der Gemeinde. Das war schlagartig, war die Versammlung mucksmäuschen. Wisst ihr wie lang? 10 Sekunden, geht's wieder los. Und das ist halt so, ich kann doch die Frau nicht ändern. Und die Bibel sagt, sie überlegt euch immer, was das auch heißt. Die Bibel sagte keiner Stelle, habt ihr eine Bibelstelle? Die Bibel sagt an keiner Stelle, ich soll die Frau ändern. Sagt sie nirgends. Sie sagt aber an keiner Stelle, ich soll den Mann ändern. Vom grundsätzlichen Wesen her, sagt die Bibel nirgends. Sondern sie sagt praktisch, lass der Mann sei, wie er ist, und lass die Frau sei, wie er ist. Ändern soll sich der Sünder, ist eine sündhafte Art. Aber Mann und Frau ist ein Wesen, lass sie doch nur. Halte die Ordnung für Gottes sein. Wenn die halt so unterschiedlich sind, musst du bestimmte Dinge einhalten. Jetzt soll die Frau halt nicht tuscheln und die Lehrdiskussion anzetteln während der Versammlung mit ihren Schwestern, sondern soll schön lieb sein und die heim ihren Mann fragen. Oder die ledige Schwester soll nach der Versammlung zu den Ältesten oder zu den Brüdern gehen und sagen, wie waren das gemeint? Das ist okay. Das ist gemeint. Und nicht, dass die Frau nichts sagen darf. Eine Frau darf singen, eine Frau darf beten, eine Frau darf auch was sagen in der Versammlung. Das ist ja, nachher, sie darf nicht lehren. Das ist wieder was anderes. Das ist aber die Bibel ganz korrekt, indem sie ganz genau sagt, wie die Aufgabenverteilung ist. 1. Timotheus 2, 9-15. Ebenso, dass die Frauen in sittsamem Gewande mit Schamhaftigkeit und Zucht sich schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern wie es sich für Frauen geziemt, welche sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich das Lehren nicht, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie soll sich still verhalten. Denn, jetzt kommt wieder unter Schluss, wo kommt es her? Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Adam wurde nicht verführt, das Weib aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Das ist genau das, was ich vorher gezeigt habe. Sie ist anfälliger. Sie soll aber gerettet werden durch Kindergebären, wenn sie bleibt im Glauben, in der Liebe, in der Heiligung, samt der Zucht. Das ist das Heißt, wo man nicht übersetzen kann. Da kannst du alles reinlesen. Du kannst sagen, durchs Kindergebären hindurch, durch ihre spezifisch weibliche Nöte. Sie wird nie im Leben gerettet, weil sie Kinder hat. Da gäbe es eine zweite Erlösung aus Jesu Blut. Und gerettet heißt in der Bibel nicht nur, letztendlich, in den Himmel kommen, sondern gerettet heißt auch in der Situation, dass Gott eingreift und hilft.
Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Was will Gott von der Frau, dass sie durch ihre innere Haltung praktisch überzeugt? Dass sie durch ihre innere Haltung überzeugt, durch ihre Ausstrahlung, durch das, was sie tun, was sie sind. Durch ihre Geistlichkeit. Es überzeugt nämlich 100-mal mehr, wenn man sie auftakelt. Die Geistlichkeit, das geistliche Sein. Und das ist etwas, was Gott hier von der Frau will, das ist mit ihrer Aufgabe. Und dass sie aus dem raus eben ihre Wirksamkeit beginnt, ihre gute Werke tut, von Gott her. Dann Römer 16, Vers 1. Ich empfehle aber euch unsere Schwester Phoebe, welche eine Diakonin der Gemeinde zu Kenchrea ist, damit ihr sie aufnehmt, wie sich im Herrn geziemt und ihr beisteht, in welcher sie Sache eurer Bedarf. Denn auch sie ist vielen eine Beschützerin gewesen, auch mir selbst. Ich würde zu gern wissen, was die gemacht hat. Steht leider nicht in der Bibel. Wisst ihr, sie war eine Beschützerin. Beschützerin. Und dann, sie kommt ja nochmals. Ist mir auch wichtig, Vers 27. Am Fluss an die Römer gesandt von Korinth durch Phoebe, die Dienerin der Gemeinde in Kenchrea. Wichtige Botschaft überbringen darf. Absolut zuverlässig von Gott her. Ist betreut worden mit wichtigsten Aufgaben. Das müsst ihr mal vorstellen, der Römerbrief transportieren darf nicht ein Mann, eine Frau. Das ist, dass Gott der Frau eine wichtigste Aufgabe der Gemeinde anvertraut und ungeheuer Vertrauensvorschuss gibt und da erwartet, dass der Frauen treu sind. Und es geht. Die Frau hat ganz bestimmte Aufgabe vor Gott und die muss sie auch antreten, sonst versündigt sich auch die Frau, wenn sie das nicht tut. Wenn die Männer hier die Frau presset und in eine falsche Richtung drängen, versündigen sie sich genauso. Sondern der Mann muss seine Aufgabe wahrnehmen und die Frau muss ihre Aufgabe wahrnehmen. Das in der richtigen Weise. Also hier muss man einfach versuchen, diese keusche Linie, die die Bibel aufrichtet, wirklich durchzuziehen. Titus 2, Vers 3 bis 5. Ihr seht, es kommt immer wieder in den Briefe, die sich letztendlich mit der praktischen Gemeindearbeit befassen. Dort heißt es, dass alte Frauen ebenfalls sich benehmen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch seien, nicht viel im Weingenuss frönen, sondern Lehrerinnen des Guten seien, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, verständig, keusch, haushälterisch, gütig, ihren Männern untertan zu sein, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Rolle. Wenn ich eine ältere Schwester wäre und lies das, dann habe ich eine grundsätzliche Aufgabe in der Gemeinde. Die ältere Schwester müsse den Mut haben, zu den jungen, Führungszeichen, dynamischen, so profihaft aussehenden, ich unterstreiche zweimal, Schwestern hinzugehen und zu ihnen zu sagen, sei deinem Manne untertan. Sei eine gute Frau für deinen Mann. Sei keusch, demütig, reiß dich zusammen. Und ich erzähle dir aus meiner Lebenserfahrung, was für dich wichtig ist. Die älteren Schwestern sind von Gott her verpflichtet, die jüngeren Schwestern zu belehren. Und zwar nicht zu lehren über das Wort Gottes, sondern zu belehren, wie man sich als Frau benimmt. Schon mal eine ganz große Aufgabe. Wisst ihr, und das müssen wir begreifen, und dann verstehen wir die ganze Schöpfungsordnung. Und wenn der Teufel das gewusst hat, ist er Eva angegangen und nicht der Adam. Weil er aber gewusst hat, dass wenn die Eva funktioniert, dass dann wunderbar ist mit dem Adam, dass wenn die Eva nicht funktioniert und dann der Adam auch noch nicht funktioniert, dass er dann zum Ziel kommt, hast du über die Eva, hast du der Adam angegangen und beide haben nicht funktioniert und insofern ist der Sündenfall das Produkt von beiden zu gleichen Teilen. Möchte ich betonen. Nicht, dass man dann sagt, ja gut, dann ist Frau im Sündenfall schuldig. Nee, zu gleichen Teilen. Die Passivität des Adams war gleich schuld. Aber der Sündenfall ist erst eingetreten, als der Adam in die Frucht gebissen hat, möchte ich betonen. Aber jetzt das vor ihrem Hintergrund her, diese Rollenverteilung der Bibel, diese herrliche Rollenverteilung, wisst ihr, und Mann und Frau ist vor Gott her gleich viel wert. Und es gibt wertvolle Aufgaben, die ein Mann gar nicht wahrnehmen kann, die nur eine Frau wahrnehmen kann. Nur müssen die Frauen lernen, in ihre Berufung hineinzugehen. Und die Männer müssen auch lernen, in ihre Berufung hineinzugehen. Ich bin weiterhin überzeugt, dass 90% oder über, sagen wir 99%, wenn eine Frau falsche Wege der Gemeinde geht, mit der Haltung ihres Mannes zu tun hat. Für mich gibt es drum bei der Frauenfrage nur einen Verantwortlichen, nur einen, der nicht funktioniert in der ersten Instanz, ist immer der Mann. Über die zweite Instanz können wir dann reden, was dann passiert. Aber in der ersten Instanz ist immer der Mann im Dransten. Drum, Brüder, wir sind gemeint. Es gilt uns.